Es ist ein interessantes Schauspiel, wenn sich morgens um 6 Uhr statt Autos Reiter mit ihren Pferden durch Weingärten schlängeln. Am sogenannten Blutfreitag, dem Tag nach Christi Himmelfahrt, nichts Außergewöhnliches in der Welfenstadt. Denn rund 3000 Pferde nehmen an Europas größter Reiterprozession teil. Auch im Klosterhof sammeln sich dazu einige Reitergruppen an. Alle warten gespannt auf den Heiligblutreiter und seine kostbare Reliquie, die sie pünktlich um 7 Uhr auf dem Vorplatz der Basilika übergeben wird. Die Reliquie mit einem Tropfen Blut Christi ist der Mittelpunkt von Oberschwabens höchstem Feiertag. Geduldig warten Mensch und Pferd auf die Segnung durch den Heiligblutreiter. Unterhalb der Basilika hat bereits die eigentliche Reiterprozession begonnen. Traditionell wird der Prominenz auf dem Balkon des Rathauses gehuldigt. Für die Reiter immer ein ganz besonderer Moment, wie auch für Oberbürgermeister Markus Ewald. Der Blutritt ist sicher der Höhepunkt im Ablauf der Veranstaltung der Stadt Weingarten. Es ist mehr als eine Veranstaltung. Es ist wirklich eine Gemeinschaft, die spürbar wird in der Spiritualität. Nicht nur in Weingarten selbst, sondern mit vielen, vielen Freunden, Bekannten, Pilgern, die aus der ganzen Region an diesem Tag immer wieder und jedes Jahr aufs Neue nach Weingarten kommen. Und wir feiern dieses gemeinsam. Und das macht, glaube ich, diesen Tag besonders. Und mitten in der Prozession der Heiligblutreiter, Pfarrer Eckhard Schmid. Für ihn wird diese Ehre nach der Auflösung des Klosters bereits zum vierten Mal zuteil. Rund 100 Reitergruppen aus ganz Oberschwaben und zahlreiche Musikkapellen begleiten dann die Reliquie durch die Stadt. Das Reiten an dieser Prozession ist nur Männern gestattet. Frauen und Mädchen findet man, wenn dann nur als Ministranten unter den Reitern. Nach dem Ritt durch das Ösch kommt die Reliquie am vierten Feldaltar an. Komme über euch, über unsere Stadt und unser Land, über unser Leben und Mühen und bleibe bei euch alle Zeit. Hierbei wird nochmals der Segen gespendet und die Prozession zieht in Richtung des äußeren Klosterhofes. Dort wird der Heiligblutreiter wieder in Empfang genommen und die Reliquie in einer Fußprozession zurück in die Basilika gebracht. Der Blutfreitag, ein tief verwurzeltes Ereignis in der Region und dabei nicht mehr wegzudenken. In Weingarten und der Basilika kehrt nun wieder Ruhe ein, bis zum kommenden Blutritt 2015.